Au, 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 meine Lieben. Alter. Okay, nochmal ordentlich. Oh, oh, oh. Na, das ist halt zu schnell. Fuck-Videos. Was? Fuck-Videos? Oh, Kamera läuft schon. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Ups. Euer Reik ist wieder am Start. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute backe ich meinen ersten Weihnachtsmarmorkuchen und ich hoffe, dass alles gut funktionieren wird, weil ich werde heute den Kuchen ganz alleine backen. Bin mal gespannt, ob das alles funktioniert und ob es nicht in einem Desaster endet. Aber ich bin recht zuversichtlich und denke, dass es klappen wird. Bevor ich jetzt lange weiterrede, würde ich sagen, starten wir jetzt direkt. So, meine Zuckerschnuppen. Ich habe jetzt schon alles mal abgewogen und ich sage euch mal, welche Zutaten wir alle haben. Also die erste Zutat, das sind 4 Eier, 250 Gramm weiche Butter, 170 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 250 Gramm Mehl und 2 Teelöffel Backpulver. Und das haben wir in ein Glas zusammengemengt, 40 Gramm Milch, 3 Esslöffel Nutella und zu guter Letzt 2 Esslöffel Kakaopulver. So, dann würde ich sagen, geht es jetzt los mit der Zubereitung. Den Kuchen ganz alleine backen. So, die Butter und die Eier haben wir schon mal ein bisschen zusammengerührt und jetzt kommt als nächstes der Zucker und der Vanillezucker hinzu. So, das Glas habe ich schon mal. Dann geht es mal rüber. So, soll ja keine Sauerei hier passieren. Nein. Jetzt. Gut. Das haben wir schon mal. So, als nächstes kommt Mehl und Backpulver hinzu. Oh Leute, ob das was wird, ich weiß noch nicht. Ihr könnt ja gerne hier in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oh, oh Gott, jetzt staubt es. Jetzt kommt noch die Milch hinzu. Mal gucken, ob das auch so reibungslos klappt wie bis jetzt. Ich hab sie. Ich hab sie. Na ja, gut. Ja. Kommt das auch noch hinzu. Oh Gott. Fahr mal lieber näher ran. So. Jetzt. Jetzt hab ich's. So. So, dann würde ich sagen, rühren wir alles mal schön durch. Drei Stunden später. Teig gegessen. Ja. Der ist echt gut. So, meine lieben Freunde, der Teig ist jetzt fertig und jetzt füllen wir die Hälfte des Teigs in die Gugelhauptform. Mhm. Wird auf jeden Fall sehr spannend, was wir hier machen. Oh, ich habe noch was ganz
Wichtiges vergessen. Und zwar die Form haben wir vorher auch extra eingefettet. Für euch Backfans da draußen. So, jetzt ist die Hälfte des Teigs schon mal in der Form drin. Und jetzt gebe ich noch Kakaopulver hinzu. Damit der Kuchen auch eine Farbe bekommt, wie es ein Marmorkuchen an sich hat. So, jetzt haben wir den Kakaopulver schon reingetan und jetzt kommt noch die Nutella. Ups. Jetzt wieder alles überall am Mund verteilt. Erinnert mich an meine Kindheit von früher. Da war das Standard. Aber lecker ist es immer noch. So, jetzt haben wir den Kakaopulver und das Nutella in den Teig auch noch zusammengemengt. Und jetzt schütten wir den Teig in die Form. Und dann werde ich mit der Gabel, die ich hier in meiner Hand halte, werde ich da Muster machen, damit der Kuchen nicht langweilig aussieht. Schokolade ist das Beste, was man zur Weihnachtszeit haben kann. Ihr seht, ich konnte es wieder nicht sein lassen und habe schon ein bisschen was genascht. Da kann man nicht widerstehen. So, dann bringen wir mal den schönen Kuchen in den Backofen. So, wir haben den Backofen schon vorhin vorgeheizt und der steht jetzt auf 175 Grad bei Ober- und Unterhitze. Und jetzt schieben wir das schöne Prachtstück mal in den Backofen. Hoffentlich wird das alles so, wie wir uns das vorstellen. Oh, ich habe noch ganz vergessen euch zu sagen, der Kuchen backt für eine Stunde im Backofen. So, wir haben jetzt den Marmorkuchen aus dem Backofen geholt und der sieht richtig, richtig gut aus. Aber damit er noch schöner aussieht, habe ich mir überlegt, eine Schokoglasur rüber zu gießen und dann wird es noch schön verziert. Gucken, ob das alles klappt. Thank you.
So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Geschmackstest. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Aussehen tut er auf jeden Fall richtig klasse. Und probiere ich das Ganze jetzt mal. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt gibt mir mal ein Stück hier von dem leckeren Kuchen. Oh, richtig lecker. Der ist schön luftig, nicht trocken. Ja, gefällt mir. Wow. Jetzt werde ich hier noch zum Bäcker oder was? Ich würde euch empfehlen, den Kuchen nachzubacken. Ich werde euch das Rezept unten in der Videobeschreibung verlinken. Was ist euer Lieblingsgebäck zu Weihnachten? Das könnt ihr mir ja auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, was ihr gerne esst. So Leute, wir sind jetzt leider am Ende dieses Videos. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Backvideo gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und jetzt konnte ich sogar doch besser backen, als ich gedacht hätte. Am Anfang habe ich gedacht, das endet bestimmt in einem Desaster, aber nein, hat alles super geklappt und ich würde das jederzeit gerne wieder machen. Ich hätte nicht gedacht, dass Backen doch so viel Spaß macht. Falls ihr noch kein Teil meiner Crew seid, dann abonniert mich doch gerne und aktiviert die Glocke, um nichts von mir zu verpassen. Ich gehe dann mal auf den Schlitten. Ho, ho, ho.